letzte. Nochmal. Davon haben wir noch ein paar. Ja, schon wieder. Also eine Kiste. Zwei Imports, Stromkabel, das. Und die Batterie haben wir auch. Wenn der Curry nicht läuft, wie viel Strom verbrauchen wir? 637, das ist ja lächerlich. Schlafen gehen, damit wir da jetzt endlich mal ein bisschen weiter vorankommen. So, und hier bewegt sich auch noch absolut gar nichts. Ach ja, genau, da ist jetzt das Problem von unserem Harvester. Dadurch, dass wir Harvester sparen. So, okay, ihr könnt alle weg. Toll. Das hier. Kiste. So nicht, Kollege. So nicht. Import, Import. Sechs Channels. Und sollte jetzt wieder auf 8 hochgehen. 8. Da haben wir sie. Das heißt, das kann weg. So. Brauchen wir nicht. Stash Boiler brauchen wir erstmal. Das kann weg. Das kann weg. Das. Und das. Mal so ein bisschen aufräumen hier. So. Alles her. Wir haben nichts zu verschenken. Haben wir alles. So, weg. Und weg. So. Das Schwein. Das kann nicht weg, da brauchen wir ja noch den Stromanschluss. Du da rein. Der Sludge Boiler. Genau, wir machen das folgendermaßen. Falls wir davon noch was haben. Nein, wir haben keine Item Ducks mehr. Aber es gab doch... Item Ducts von... Impulse Item Duct, Flux Duct, Fluid Duct... Item Duct. Zinn und Hardenglas. Zinn und Hardenglas. Hardenglas war Blei und Obsidian.
Oh. Und Blei. Nicht unbedingt das Fertige schon. Pulverweise haben wir noch eine, nicht angeschlossen ist. Na gut, ich hole mir halt das pulverisierte Eisen wieder von oben. Quatsch, das pulverisierte Obsidian. Ups, wie viel kommt denn da raus? Fluidakt, Fluidakt, Itemdakt. Hardenglas braucht 4 Obsidian. Ah. Dann hätte ich schon gern alles. Nein, so nicht. Kommt noch was? Nein, jetzt sind wir durch. So, und das kommt Induction Smelter. Mann, das ist der Magma. Das ist der Hopper. Du raus, du rein, du rein, du rein. Und mach mal bitte da Obsidian mit. Warte mal. Ne, das Eisen kann weg. Das Eisen kann weg. Ich brauche nicht. Handglas. Ach komm, sollte eigentlich reichen. Pass auf, jetzt haben wir bestimmt keinen Sinn. Hin. Doch. Och, da kommt. Ach, da kommt in der ganzen Ecke raus. Mehr brauchen wir nicht. Damit das aber da rauskommt, brauchen wir jetzt noch ein Servo. Wunderbar. So, und dann stellen wir das Ding erstmal wieder hier hinten mit drauf. Wenn wir Platz hätten. Ja, ist ja gut. Oh ne, der hat einen automatischen Output. Dann brauchen wir kein Servo. Oh. Ah, Mensch. Und so wie ich das jetzt gerade sehe, ich wollte schon gerade sagen, aber der hat den Strom gespeichert. Dann holen wir uns den Strom mal von hier. Kurzfristig. Ja, guck mal, wie schnell der den Sludge verbraucht.
aber du produzierst trotzdem noch mehr Sludge als der verbraucht, oder? Ah ne, der verbraucht genau so viel Sludge, wie das Ding im Dauerzustand produziert. Und er bringt das Zeug raus. Perfekt. Hier hinten brauchen wir ja erstmal nicht mehr hin. Dann können wir jetzt sagen, Kollege Schmalschuh. Gib Gas. Ja, perfekt. So, ja gut, die müssen sich jetzt erstmal wieder aufheizen. Dann mach mal. Stopp. Unsere Enderperlen gehen nicht kaputt. Und unser Netherportal auch nicht. So. Einmal hier drauf. Gut, wir kriegen wieder Rohstoffe ran. Ah, das Gold Upgrade. Das Gold Upgrade. Das wäre nochmal wichtig, damit du hier hinten wenigstens nicht direkt davor abernten musst, sondern auch weiter dahinter. Das heißt, der andere würde dann sogar mithelfen. Shit, 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 shit. Das heißt, das Gerät ist fertig. Dann könnten wir die Alloy-Smelter hier unten nochmal zwangsentfremden. Für Gravel. Dann könnte man nämlich da nochmal den Weg ein bisschen weiter bauen. Dann gucken wir uns jetzt nochmal die ganze Geschichte an mit dem hier. So, das rein. Clay. Haben wir noch eine ganze Ecke? Aber wir haben hier vermutlich, ja genau, der ist leer. Aber wir können ja Block of Coal. Block of Coal. Block of Coal Coke. Können wir das auch mit Charcoal machen? Nein. Aber Kohle bekommen wir genug an. Warte mal. Dann packt man nämlich hier einen Block of Coal rein. Haben wir noch ja, Scrap, genau. Danke. 20 Scrap Boxen. Nein. Dann zeige ich mal. Wir haben ein Glowstone das. Wir haben eine Blaze Sword bekommen. Das ist schon mal sehr gut. Steak, das, nein. Guckt, ein bisschen Gravel. Borgchop. Also die Blaze Sword ist natürlich saugeil.
So, ihr könnt jetzt hier schön. Warte mal. Duckt. Item Duckt. Können das überall rausziehen? Ich habe noch keinen Quest Container. Fackel. Fackel. Und jetzt Chest, erstmal eine Chest. Muss ich ein angeschlossenes Inventar haben. Nein. Bei denen geht es anscheinend nicht. Brauchen wir hier ein Servo. Ah nein. Mit der Servo. Zieht das raus und braucht natürlich. Ah nein. Ignored. Oh, wie geil das funktioniert. Servo. 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 Wie geil ist das denn? Wenn wir jetzt haben wir jetzt noch ein Interface. Wenn wir jetzt hier ein Interface ransetzen und sagen, pass auf, daran, daran, daran. Das, das, zwei Servos, Iron Ore Berries oder Iron Nuggets. So, bitte nochmal zwei Servos. Die wir jetzt hier ranpacken. So. So. Du. Whitelist. Diese hier. Und disabled. Du. Whitelist. Diese hier. Disabled. Du. So, du so, das hier rein,
Du hast wohl noch einen Channel frei. Oh, wenn das jetzt auch noch funktioniert. Hier, 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 hier lang. Oh ne, warte mal, ich muss ja irgendwo noch laufen können. Ah ja, das habe ich geahnt. Dann gehen wir doch hier lang. Hier lang, hier lang, hier lang. Und holen uns das jetzt hier runter. So, Channel ist dran. 8 Channels sind voll. Yes! Und er macht das alles automatisch. Jetzt könnten wir das Ganze noch auf die Spitze treiben. Da.